Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Strahlend Diamant. Ich war am Pokédex unterwegs, hab mal geguckt. Ja, also hatte ich auch ein bisschen kritisieren muss, tatsächlich ist, habe ich tatsächlich erst gar nicht mitbekommen. Ja, in Pokémon Strahlend Diamant und Leuchte Perle gibt es 493 Pokémon. Das heißt, alle Pokémon der Generation 1, 2, 3 und 4. Und damit keine Generation 5, 6, 7 oder 8. Wobei du halt eigentlich 7 und 8. Vor allen Dingen 7, glaube ich, in die Tonne kloppen kannst. Ich glaube, wenn ich im Let's Play zu Pokémon Generation 7 bringen würde, ich glaube, wir würden definitiv ohne Starter spielen. Ich glaube, wir werden definitiv ohne Starter spielen, beziehungsweise glaube ich eher auf altbekannte Form, beziehungsweise auf vielleicht eine oder andere coole Alola-Form. Und ich habe gesehen, der Voidlich ist zurück. Es gibt den Voidlich wieder und da sieht man Manaphy. Das Manaphy-Ei. Nein, so. Na, 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 na. Das Schöne ist, ich kam einfach um 17:30 auf die Idee, nochmal zwei Folgen aufzunehmen. Das heißt, ich bin um 6:30 fertig. Eigentlich wollte ich um 4 anfangen. Mit dem Voidlich machen wir nicht, weil wir haben noch kein Pokémon, was fliegen kann. Damit, okay. TM78, okay. Standpauke, geil. Okay, schon nein, das ist very nice. So, Vita brauchen wir nicht. Ich bin gespannt, was noch ob noch die ganzen Event-Pokémon kommen. Wie heißt, ja, Darkrai? Beziehungsweise Arceus, Shaman. Oh, wir haben drei Blattsticker B bekommen. Wir haben Silberstaub gefunden. Und wir haben Schlafrede gefunden. Nice, very nice. So. So, 5:31 und es geht auf zu.
Yo, Alter, die Musik kickt ja anders rein. Spezialität. Ich weiß, hier können wir auch Rot umfangen. Aber wo ist, wenn da noch kein Dings da ist? Jo, es bildet sich ja mal anders gruselig aus. Keine Geister-Pokémon hier? Doch. Nebulak. Das muss ich echt ein bisschen kritisieren, dass es keine, keine Gen 5, Gen 6, Gen 7, Gen 8 Pokémon gibt. Das heißt, die Pokémon sind einfach goldüberfüllt. Die kannst du halt nicht einsetzen. Oh, wow. Top Job. Nice. Great Job, Staravia. Great Job. Ich habe aber keine, wo es Rotom noch mal gab oder so. Aber wir haben scheinbar alle Items. So. Haben wir doch mal abgeklappert. Wow, da ist noch ein Pokémon. Also das nächste Mal gehen wir da eh hin wegen Rotom. Irgendwann mal. Weil man auch die ganzen Lattis holen will. Es gibt hier eh eine Hülle und Fülle. Aber wie ist, ich finde es irgendwie auch echt wirklich sehr schade, wie das wegen Gen 5 Pokémon. Es gab als ein oder andere Gen 5 Pokémon, weil ich tatsächlich vielleicht sogar eingesetzt hätte. Dafür ich mir sogar extra, glaube ich, Pokémon Home geholt. Bin ich ehrlich? Sowas wie Scalebra. Sau cooles Geist-Feuer-Pokémon. Hey, ich fühl's richtig. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht weiter. Hey, jetzt, das, ich fühl's eigentlich, das Pokémon. Das ist halt echt. Ey, das ist eigentlich echt cool. Morbites? Lol. Jetzt dürfen wir, was? Wow, wir hätten die Parascheibe wieder hochgehen können. Alter. Immer das ist ein riesen Umweg, geil. So, let's go. Abrichtung. Oh, die ganzen Pokébälle nochmal. Halt, ich finde es halt irgendwie schade, es hat nicht mehr
dass halt eigentlich Gen 7 das letzte Pokémon-Spiel war, wo man eigentlich jedes Spiel auf dem haben konnte. Ich muss sagen, von den Switch-Games bin ich so ein bisschen enttäuscht. Obwohl Gen 7 immer noch das Schlechteste ist. Muss ich sagen. Also Sonne, Mond, Ultra, Sonne, Ultra, Mond. Ganz geile Idee, aber Umsetzung. Vor allem, dass bitte, wo es erstmals keine Pokéliga gab. Und keine Arenen. Weil wir sind übelst overlevelt. Das ist halt echt so eine Sache, die ich definitiv schade finde an dem Game. Nichts quasi über Sinnoh. Ich liebe die Sinnoh-Region aufs Übelste. Aber ich muss sagen, das zieht das Spiel ein bisschen runter. Das zieht es ganz schön runter. Immerhin, okay, die Pokémon, die ich meistens einsetze, die ich sonst meistens nehme. Also meine All-Time-Favorite-Pokémon für Team, für quasi meine Standard-Teams, die gibt's ja alle. Es gibt Dragoran, es gibt Brutalanda, die ganzen Gen 4 sind da, die Gen 3 sind da. Weil meistens nutze ich halt entweder Pokémon aus den ersten vier Generationen, beziehungsweise ausgeweitet auf Generation 5. Oder halt Alola-Form. Weißt du, es gibt ja auch keinen Bologna. Das Alola Bologna fand ich halt echt cool. Ich hab's wirklich gefühlt. Wie heißt ich weiß gar nicht, wo man Evoli überhaupt nochmal kriegt. Wollte noch mal kurz gucken, wo kriegt man Evoli? Evoli. Ich glaube, das war Landgut, ah. Aber ich glaube, da gibt es safe doch keine Daten zu. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für ein Evoli. So, Pokémon. Oh ne, es war falsch. So, Pokémon, Strahler, Diamant, Leuchte, Perle. Ah. Doch, da haben wir es. Und zwar taucht ein Evoli zu einer Prozentzahl von 5% auf Level 16. Das heißt, ja. Wir werden in Evoli definitiv one-hitten. So viel steht fest. Evoli werden safe ge-one-hitted.
Weil als auch. Weil eine Sache, die halt so brutal ist. Das ist halt vor allen Dingen echt die Level. Du bist halt so. Die Levelkurve halt. Jetzt mit dem EP-Teiler. Ja, man kriegt wenig. Die Pokémon kriegen weniger, aber du levelst halt alles. Damit ist nicht halt ein Pokémon overlevelt, sondern halt alle. Es ist halt alle maßlos overlevelt. Ja, da sind 7 Level drüber. Ich bin, glaube ich, unseren schwächsten Pokémon, den wir dabei haben. What the fuck? Wenn man mal so 6-7 Level in der Pokéliga drüber ist. Ja, das ist halt noch stressig. Das ist halt noch. Selbst dann ist es auch stressig, aber. Das hier ist schon echt brutal. Das ist echt schon wirklich. Schon fast lächerlich. Ich frage mich, wie weit overlevelt werden wir am Ende. Wie das dann bei der Pokéliga sein? Und ich weiß nicht, wie die Pokéliga dann ist überhaupt. Ich kenne das Team ja, ich kann ja mal kurz gucken, wie hoch die Level sind. Bei der Pokéliga. Pokéliga. Pokéliga, 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 da, Pokéliga. Champ. 66, das war runtergesetzt auf 62. Ja. Okay. Dazu gibt es noch keine Daten aus 3 Diamant leuchtende Perle. So, hier muss das schon über Strahlen Diamant leuchtende Perle geben. Ey, sonst die Daten bei Schwärzen stehen die Daten auch so extrem schnell da. Ah. Okay, das ist das Original-Level. Das heißt, wir haben es mit einer Cynthia aus Diamant Perl zu tun. Das heißt, die stärkere. Und vor allen Dingen noch die mit Gastrodon ohne Togekiss. Das heißt, das wird schon stärker. Immerhin haben sie auch die Original-Level gelassen. Aber die Levelkurve war halt damals schon nicht die beste. Und halt. Ich weiß, das soll nach der Story. Nach der Story soll es auf jeden Fall einen Kampf geben, der übel unfair ist, der übel hart sein soll. Also entweder Kampfressort, Erholungsressort, Überlebensressort irgendwo im Dreh. Also auf der Insel. Da soll es einen richtig unfairen Trainerkampf geben. Der als stärkster Trainerkampf der Geschichte gilt. Wo ich mir denke, okay, gut. Da bin ich mal gespannt, wie es da überhaupt wird. Aber wir haben übrigens das Platin-Outfit mittlerweile und ja. Kann man das Outfit ändern?
Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir können das Outfit noch nicht ändern. Halt, immer schön, dass die Original-Level da sind und auch die Original-Teams. Das heißt, ja. Mal gucken. So, ich hatte einfach gesagt, einen Floripurbe will ich haben und einen Glaziola. Ne, einen Flammara. Oder wir tauschen mal einen Pokémon raus aus dem Team. Ne, doch, wir haben Platz für beide. Für alle drei sogar. Dann nehmen wir sogar alle drei Evoli-Entwicklungen damit. Oder wir starten am. Ja, wir nehmen Arcani. Arcani ist gut. Arcani hört sich geil an. Arcani fühle ich, habe ich Bock drauf. Super Trunk. Okay. Beide Pokémon haben. Jetzt beide Pokémon sind definitiv aus dem Vorteil. Okay, dann gehen wir mal auch damit drauf. Wir müssen einfach Dings eliminieren. Vor allem Nitro-Ladung. Die Attacke gab es in Generation 4 nicht. Alter. Nee, ne? Okay, ich weiß, was ich mache. Erstmal Supertrank da. Und auf Plimperin wechseln. Aber Plimperin ist halt auch extrem geschwächt schon. Wow. Okay, probier ich mal mit Tackle gegen Pachiri sofort zu gehen. Und wir gehen mit Plimperin gegen. Oh. Mit Plimperin gegen Ponita vor. Nein, als ob beides paralysiert sind. Batz.
nicht eliminiert, schade. Bart's eliminiert. Alter, das ist aber kurz vor 6, ey. So, wir gehen dann direkt danach. Sprung auf. Oh, das war's. Eliminiert. Wir gehen zwar kurz nach Erzählingen. Und nach Erzählingen. Uff, gut gewonnen. Nice. Also leider gibt es die Zerrwelt nicht. Ich hätte es cool gefunden, wenn man später mal in die Zerrwelt reingehen könnte. So, nice. Aber ich glaube, wir nutzen Manapi zum, später zum Schwächen, für Evoli bzw. Evolis. Das sind ja drei. Können wir ja auch mit der Geschwindigkeit da hoch? Ah, so geht das da. Ab rein da. So, da geht's dann zum Cyrus. Ich hoffe, es ist ein gutes Thumbnail geworden. Ja, das ist auch cool. Dann nehme ich das als Thumbnail. Das wird mir nur das Thumbnail. Da hinten geht es ja hoch zum Kraterbär, zur Sperrsäule. Alter, das sieht ja mal so sick aus. Er sieht ja mal sehr sick aus. Als ob der die Brücke versperrt. Yo. Jetzt versperrt er aber die fucking Brücke. Jetzt kommen wir nicht mehr. War es im Originalspiel auch so? Alter. Okay. Die sollten dafür sorgen, dass sich der Typ nicht mehr bewegen kann. Ich glaube, das ist ein Bug im Game. Alter. Ey, jetzt kommen wir da nicht mehr lang, ey. Oh Mann. Einfach noch und auch noch eine Sache, die ich halt schade finde am Untergrund. Man kann Basen bauen, aber es gibt keine Möbel mehr. Das heißt, man hat nur noch Statuen und kein Bett und nichts, was man sich weiter aufstellen kann. Ah, doch, man kann das nicht. Gibt's eine Sonderbonbons? Ist da Lava? So, ein Kampfkünstler. Oder Kämpfer.
Schwarzgurt eher gesagt. Let's go. Ich glaube, wie heißt Plimprin und Impoleon sind, glaube ich, die einzigen Wasserstahl-Pokémon. Nach wie vor. Meine ich. Zumindest fällt mir keiner ein. Uff. Ach, das ist die Feder, lol. Ah, Robustheit. Nice, so. Einfach den gleichen Herzogen. Also ich würde sagen, wir holen uns das Item und wir sind, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, wir werden nicht in die Park der Freunde gezwungen. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.